Als Christian Zott auf die Idee kam, eine Zeitreise durch 2000 Jahre Kunstgeschichte zu initiieren, war der Grundgedanke, kulturelles Wissen kompakt auf spannende Art und Weise zu vermitteln. Interessierten Menschen die Gelegenheit zu schaffen, ihr kulturelles Wissen zu ergänzen und ihre Kenntnisse fast spielerisch zu erweitern, gehört dazu und ist heute eine der tragenden Säulen des Kairos-Projektes. Der Erfolg in bisher zwei großen Ausstellungen zeigt, dass die Idee beim Publikum begeistert angenommen wird. Hier bei der Kairos-Ausstellung in Hamburg führen Christian Zott und Wolfgang Beltracchi die Schüler des Hamburger Wilhelm-Gymnasiums in das Projekt ein. Christian Zott beleuchtet in der Einführung den kulturgeschichtlichen Hintergrund der Zeitreise. Und Wolfgang Beltracchi beschreibt den Schülern bei einem Rundgang seine Techniken und beantwortet dazu alle Fragen. Es sind Oberstufenschüler mit dem Schwerpunkt Kunst. Den Interpreten und Maler dieser Zeitreise leibhaftig zu befragen, ist auch für die ausstellungserprobten Schüler etwas Besonderes. Braucht man für verschiedene Dinge, die man auf dem Bild darstellen möchte, mehrere Schichten und bei dem anderen nur weniger? Ja, das sage ich ja. Viele Schichten. Sind, ja, aber ja. Ist bei jedem Ding gleich viele Schichten, damit nein, es glatt bleibt? Unterschiedlich. Später werden die Schüler selbstständig Führungen übernehmen und ihr erworbenes Wissen weitergeben. Beltracchi ist in jeder Künstlerbiografie zu Hause, weiß zu jedem Bild kleine Geschichten, zu jedem Künstler eine Anekdote, stellt Querverbindungen her und erklärt geduldig die angewandten Techniken. Wissen aus erster Hand. Es gab einige Leute, die wirklich technisch da besser waren, aber er hatte halt diesen ganz bestimmten Kick. Wenig mit einem Pinsel noch gemalt, nur ein bisschen Takelage und so. Alles andere mit Lappen, mit Spachteln, mit Händen. Ne? Ich habe es von der anderen Straßenseite gemalt. Bei uns geht es um die Verortung von Nadas Atelier. Nada war ein berühmter Fotograf, Nationalheld. Das war ein ganz, ganz irrer Typ. Das Einzige, was rausfällt, sind die Katzen von Marc, weil sein Bild sieht man nicht, das steht falsch rum. Hm? Auf der Staffelei. Und da habe ich gedacht, dann male ich ihm dann so zwei spielende Katzen runter, dann soll er auch nicht zu kurz kommen. Das ist unser Hotel Eden-Szene. Diese Figur habe ich entnommen aus Lovis Corinth, von der Lithografie, so ähnlich, von Lovis Corinth. Und das ist das, diese Hunde hier sind von Dix, der auch. Das ist wieder einfach so, und die Soldaten sind von Beckmann. Uwe Niemann, Kunstlehrer am Wilhelm-Gymnasium, beschreibt den Nutzen der Ausstellung für seine Schüler. Der Reiz, der besondere Reiz hier bei Kairos sind die Gemälde gewesen, zweifellos von Wolfgang Beltracchi, in der Handschrift eben der alten Meister seiner Spezialität. Im Unterricht ist seine Geschichte immer wieder ein Thema. Und so sind wir hier mit der Ausstellung eigentlich froh, einem alten Bekannten begegnet zu sein. Ihre Schüler haben berichtet, dass sie mit einigen Epochen vorher aber auch noch gar nicht in Verbindung gekommen sind. Also diese Zeitreise durch die Kunstgeschichte war dann doch vielleicht auch etwas Neues. Auf jeden Fall auch ein Reiz dieser Ausstellung, 2000 Jahre in einem Bogen, hat man natürlich nicht bei jeder Ausstellung. Später, als sie mit ihren neuen Kenntnissen selber Grundschüler, aber auch Erwachsene durch die Ausstellung führen, kommt ihnen das lebendig erworbene Wissen sehr zugute. Bei den Grundschülern wird deutlich, dass die Vielfalt der ausgestellten Stile Langeweile gar nicht erst aufkommen lässt. In kleinen Gruppen führen die Kunstprofile die Kinder von Bild zu Bild, erklären und beantworten die dringenden Fragen. Sie spüren in Bewegungen nach, die Beltracchi entlang Buccionis Vorstellung in dem Gemälde über den ersten Banküberfall unter Zuhilfenahme eines Automobils verwirklicht hat. Und sie versuchen, das Chaos zu entwirren, das in der Handschrift von Max Ernst eine Schiffsexplosion in den USA visualisiert. Die speziell für dieses Projekt programmierte App ist ein weiteres Mittel, die Aufmerksamkeit zu schärfen. Viele zusätzliche Informationen werden hier bereitgestellt. Automatische Bilderkennung, ergänzende Texte, Videos und sogar kleine projektbezogene Spiele werden angeboten.
Dieses ungewöhnliche Konzept der Kunstvermittlung führt dazu, dass selbst Grundschüler ebenso fasziniert vor Werken in der Handschrift alter Meister oder der klassischen Moderne stehen. Besonders gut fanden die Schüler, dass zwischendurch die kleinen Filmchen war, wie der Künstler selber gearbeitet hat, dass er über seine Arbeit gesprochen hat. Und somit wurde der Künstler für sie mit Leben gefüllt. Also das ist nicht einfach nur der Name oder ein Bild, was sie von dem Künstler mal gesehen haben, sondern sie haben ihn bei seiner Arbeit, über seine Arbeit sprechend gesehen. Und dass das wirklich eine Person für sie geworden ist. Das ist ein ganz anderer Zugang. Auch hier hat sich gezeigt, dass dieses Angebot quer durch alle Altersstufen begeistern kann. Die Dualität, die Erweiterung der geschichtlichen Kenntnisse in Verbindung mit konkretem ästhetischem Erleben, macht dieses Projekt zu etwas Besonderem. Eine Ausstellung als Erlebnis, das nachhaltig wirkt.